Genau. Also. Es ist wie eine Fenster für der Draußenwelt, Zeitung, Radio und allerdings Massenmedien. Natürlich. Also jetzt haben wir auch Ashish. Hallo Ashish. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Sani, und guten Morgen alle. Ja. Ja, guten Morgen. Das ist ja wunderbar. Also heute sprechen wir über Radio, Zeitung. Das sind ja natürlich nur konventionelle Medien und sie dienen als Massenmedien. Ja, das sind ja gute Plattformen für der Massenmedien. Und viele Leute könnten sagen, dass ja, sie sind heutzutage nicht so aktuell und die Jugendlichen verwenden sie nicht so oft und gerne, da es so viele andere Medien gibt. Und für Kommunikation, Information und Unterhaltung haben wir genug, andere Quellen auch. Aber trotzdem, diese alte, sie vielleicht nicht so modisch sind, sie nicht so modern sind, aber trotzdem, sie gelten und sie existieren und vielleicht haben bis jetzt keine Bedeutung verloren. Was denkt ihr, Freunde? Sind sie einfach nutzlos? Deshalb sind sie immer noch also aktuell? Oder was sind ihre Qualitäten? Oder lesen Sie überhaupt Zeitung? Hören Sie Radio? Oder Sie sind schon weg von der Szene? Ja, bitte. Wer beginnt? Ja, ich möchte anfangen. Bitte Und schon. ja, heute, guten Morgen alle. Heute diskutieren wir über das Thema Massenmedien. Und ja, ich bin nicht weg von der Szene. Ich lese Zeitung, aber nicht so viel. Manchmal lese ich Zeitung. Und manchmal sehe ich auch Nachrichten von Fernseher. Und zum Beispiel ABP News sehe ich. Und ich möchte nur richtige Neuigkeiten. Ich möchte nur richtige Neuigkeiten. Und ich habe etwas vorbereitet über das Thema. Und Massenmedien, so diskutieren wir heute. So Massenmedien sind Kommunikationsmittel zur Verbreitung von Inhalten in der Öffentlichkeit. Medien für die Kommunikation mit einer großen Zahl von Menschen zu den Massenmediensaal, so für die klassischen gedruckten Medien. Heutzutage nennt man Printmedien. Das ist Printmedien genannt. Also auch elektronische Medien spielen auch eine wichtige Rolle. Zum Beispiel, wir tragen und wir haben alles, wir haben Handy. So, wir können Nachrichten lesen, wann wir wollen. Und jetzt ich erläutere über Medienwissenschaft. Es ist das wissenschaftliche Fach, das sich mit Geschichte und Wirkung, nur Geschichte und Wirkung der Massenmedien beschäftigt, mit den aktuellen Strukturen und Leistungen des Journalismus befasst sich die Journalistik als teilgeballten Kommunikationswissenschaft. Eine bekannte Definition lautet: Die Massenmedien sind Kommunikationsmittel, die durch technische Vervielfältigung und Verbreitungsmittel, also Beispiel Schrift, Bild oder Ton, durch Massenmedien wird Massenkommunikation ermöglicht. Zum Beispiel verschiedene Massenmedien sind Printmedien, zum Beispiel Flugblatt, Plakat, Buch und Presse, audiovisuelle Medien, Filme, Hörfunk und Fernseher, Massen und auch massenhaft verbreitete Special Medien, zum Beispiel CD, DVD. Und manchmal sehen wir Webseiten im Internet. Wann laufen wir eine Website oder laufen wir Facebook, Instagram? Es gibt so viele Pop-ups und es enthält viele Bewertungen. Das ist auch Massenmedien. Und über Zeitung. Zeitung ist wie ein Fenster der draußen Welt. Ohne Zeitung, ohne Radio, allerdings ohne Massenmedien. Leben ist incomplete oder Leben, man kann nicht genug sein.
das möchte ich jetzt sagen. Und es spielt eine wichtige Rolle in der heutigen Welt. Ja. Alles klar. Aber inzwischen wurden, also das zum Beispiel das Internet unter Jugendlichen so populär geworden oder als wichtigste Information, die wichtigste Informationquelle geworden. Denken Sie, dass jetzt also Radio, Fernseher, Zeitung, Sie außer Mode sind? Sind Sie immer noch aktuell oder verlassen die Menschen sich auf diese alte, konventionelle Medien überhaupt? Wie oft nutzen Sie selbst denn? Ich denke, dass dieses altmodischen Medien, zum Beispiel Zeitung, Radio, ja, ich denke, dass heutzutage ein Kinder oder eine jugendliche Person mag das gar nicht. Er möchte Nachrichten zu lesen, während er läuft eine Website, zum Beispiel Instagram. Und aber ich gerne, wann möchte ich Zeitung lesen? So, ich gerne nur Zeitung lesen. Ich zum Beispiel, ich habe so viele Applikationen, ich habe installiert. Aber wann traditional zu sein, ist am wichtigsten und es ist am besten. Alles klar. Ja, Freunde, also heute sprechen wir über Zeitung, Radio, diese konventionelle Medien. Sagen Sie bitte Ihre Erfahrung und was ist so interessant an diesen Medien, dass sie immer noch also keine Bedeutung verloren haben. Ich denke, sie existieren schon und ja, guterweise, nie wie vor eigentlich. Was sind Ihre Erfahrungen? Glauben Sie an diese oder genießen Sie diese alte Medien, Massenmedien? Was sehen Sie? Wie sehen Sie das? Ja, also wer ist dran? Lesen Sie überhaupt Zeitungen? Ja, Assis, bitte. Radio und Zeitung spielt eine immer informative Rolle in Leben. Früher war das Radio nur Metal Phone und Album. Und Zeitung war nur zu Start und Radio ist immer verfügbar früher und jetzt. Aber heutzutage ist die Zeitung auch verfügbar ganzlich in der Stadt und im Dorfhaus. Unsere Großeltern hörten immer nur das Radio für die Nachrichten und für die Unterhaltung auch. Und früher spielt nur Nachrichten meistens auf das Radio und wir hatten nur ein oder zwei Hauptprogramm. Aber heutzutage haben wir 5 oder 7 Programme und meistens sind von der Unterhaltung. Und sie spielen nur Musik und nur die Werbung. Und nur ein oder zwei spielen wichtige Nachrichten und Informationen. Eine Seite haben wir Zeitung. Für Nachricht ist die Zeitung immer besser als das Radio. In der Zeitung haben wir die Abteilung von Sportnachricht, Bollywoodnachricht und Politiknachricht und so weiter. Was mögen wir zu lesen? Wir können nur das Abteilung lesen. Aber in Radio müssen wir auf spezielle Abteilung warten. Das ist ein Nachteil von Radio. Persönlich mag ich Zeitung zu Nachricht, weil es irgendein Abteilung lesen kann. Und für Unterhaltung höre ich Musik. Nach meiner Meinung, Radio war besser, aber in seiner Zeit. Nach einigen Jahren Zeitung kommt und Leute fangen Zeitung zu lesen an. Und nach einigen Jahren lesen Leute nur online Nachrichten. Und niemand braucht Zeitung zu Nachrichten.
Where Mutian selbst nach Zeit zu Ende. Ja, das ist alles. Sehr gut. Also Radio oder Zeitung könnte heute außer Szene sein, vielleicht, oder man könnte sagen, sie sind jetzt altmodisch. Aber irgendwann waren sie auch, also neueste, aktuellste, und damals, also vor 40 Jahren vielleicht, wenn jemand Radio hatte, das wurde als sehr reich und ja, sehr modern angesehen. Und alle hatten nicht Zugang zum Radio. Okay. Und Zeitung. Viele Leute dort nur ein Radio in Group. Und also mein Vater hat Radio als Mitgift bekommen. Damals vielleicht, ja, das war ganz normal oder im Trend. Und dann sahen die Menschen, oh, sehr gut, Radio, er ist sehr glücklich, er könnte vielleicht jetzt Musik genießen. So wurde das angesehen damals. Und Zeitung ist allgemein Literatur, so sagt man. Also da gibt es alles. Und gedruckt, ja, das haben sie in der Hand. Und nicht nur auf dem Display. Also in der Hand, wenn man hat, dann fühlt man sich, dass Zeitung glaubwürdig ist. Man kann einfach also glauben. Also ein verlässliches Medien, kann man sagen. Vertiefte Informationen gibt es da. Das wird auch vielleicht als seriös genommen. Was denken Sie? Ja, andere Freunde, bitte schon. Und also, die Technologie hat die Massenmedien ganz verändert. Man liest irgendwann wichtige Neuigkeiten, und es gibt auch Ankündigungen beim Internet. Früher es war nur in Zeitung oder in Radio. So das ist auch besser als nennt man altmodische Massenmedien. Ja. Alles klar. Also das heißt, altmodisch bedeutet nicht also negativ. Das wäre nein, vielleicht nein, klassisch, nein, ne? Negativ. Ja, natürlich. Sie nein, haben nicht recht. Negativ. Richtig. Nicht negativ, aber denn nicht negativ. Wegen altmodische, wir sind leben. Wir sind genug leben. So, und wegen altmodische, wir haben neues Technologie. Richtig. Wir haben neue Technologie gefunden. So altmodische, wie sagt man, alt ist Schmuck. Alt ist Schmuck, okay. Alt ist, also old is gold. Okay, klassisch, ja, meinen Sie. Ja. Ja, genau, richtig. Okay, und heutzutage haben die, früher wurde das so gesagt, dass diese Zeitung, da kann man nicht Schruck schreiben oder man kann nicht richtig kommunizieren. Man nur bekommt die Information, also aber heutzutage diese Zeitungen haben auch ihre Chats, Blogs, Weblogs und andere Netzwerken. Also das heißt, Interaktion gibt es da bei den Zeitungen auch. Man kann auch also etwas schreiben, Schruck, als Feedback geben. Ja, sie versuchen auch zu verbinden mit ihren Kunden. Und es ist wie Twitter. Also, wir können antworten, die Fragen oder die Posten, das war gepostet hast. Wir können antworten und wir können auch unsere Meinung erläutern. So, das ist sehr wichtig. Früher, wir können, als Sie haben schon gesagt, dass früher, wir bekommen nur Information. Wir haben keine, wir können, oder wir erlauben keine Meinung zu schreiben. So, aber in der heutigen Welt, es ist möglich. Alles klar. Aber trotzdem, die Zeitung gilt nach wie vor als regionale Informationsquelle, oder? Also, regionale Informationen. Das heißt, für regionale Informationen, wir lesen die Zeitung, oder für internationale versucht man einfach Netzwerk, oder? Es ist aber sicher, dass Zeitung hat positive Image als diese andere digitale Medien. Meiner Meinung nach.
Es gibt so viel heutzutage, es gibt so viele Quellen, Sozialmedien, Internet und andere Quellen. Sie sind im Trend. Aber trotzdem hat die Zeitung die Bedeutung nicht verloren. Was sind die Gründe? Oder schon? Dimple, liest du Zeitung überhaupt? Ich denke, viele Jugendliche lesen jetzt Zeitungen nicht mehr. Ich behaupte so, bin ich aber nicht sicher. Ja, bitte. Ich glaube, dass die Zeitungen also noch in der Mode sind, weil es gibt eine Generation, die nur an die Zeitung vertraut sind. Und sie wollten nicht also irgendein Medien in ihrem Leben einfach, um die Information zu holen, greifen. Das heißt, die alte Generation, die sind sehr mit der Zeitung verbunden. Also ich habe gesehen, dass meine Schwiegereltern und meine Eltern, sie lesen gerne immer die Zeitung am Frühmorgen. Wohingegen wir versuchen, die Information von unserem Handy zu bekommen. Also wir haben einige Apps, zum Beispiel Times TY und The Hindu. Diese Apps haben wir schon heruntergeladen und wir lesen das am Handy. Aber ich glaube, die Information, die wir, wenn wir die Zeitung am Hand halten, also das Gefühl, wie du schon gesagt hast, Devkaran, das ist wie ein, also man kann was fühlen, man hat etwas in den Händen und kann man das lesen und durchblättern, wenn man nicht zu viel Zeit hat, die ganze Zeitung durchzulesen. Also über die internationalen Nachrichten gibt es eine bestimmte Kolumne am Ende. Also hier gibt es viele, also wie wir es schon wissen, also die internationale Nachrichten. Und ja, einige von Ihnen haben gesagt, Twitter und also Instagram, die sind auch die Plattforms, durch denen wir unsere Meinungen äußern können. Und das war nie zuvor durch die Zeitung möglich war. Und wenn es möglich war, dann hat es eine Weile gedauert. Aber jetzt ist es spontan. So, nur wegen dieser neuen Medien hatte also diese alt, würde ich das nicht sagen, die altmodisch sind, aber wegen dieser neuen Medien haben diese beiden Medien, das heißt Radio und Zeitungen, etwas an die Seite gelegt. Und das glaube ich, dass als die jüngere Generation sollten wir versuchen, diese beiden Medien zu bewahren, weil die sind auch nicht so altmodisch, aber trotzdem kann man viel davon lesen. Und wenn man die Zeitung liest, da kann man auch seine Gewohnheit entwickeln zu lesen. Das ist auch sehr wichtig. Am Handy zu lesen, das ist nur einfach Skim and Scam, wir machen. Das ist nicht durchlesen. Und wir, ich erinnere mich an meine Kindheit, als wir Kinder waren. Mein Vater hat das immer eine Pflicht gemacht, dass wir sollten jeden Tag die Zeitung lesen und 5 Wörter aus dieser Zeitung, wir sollten dass diese 5 Wörter schreiben, damit wir die Bedeutungen finden können. Dadurch erweitern wir unsere Wortschatz. Das, ich weiß, das kann alles auch am Handy möglich sein, aber sowas habe ich persönlich nicht am Handy gemacht, sondern in der Zeitung schon. So deswegen glaube ich, dass es ist sehr notwendig, diese beiden Medien zu bewahren. Genau.
Und wenn ich manchmal diese Zeitung und andere Medien also vergleiche, zum Beispiel Twitter oder Instagram, wie Sie das gesagt haben, dann habe ich das Gefühl, dass Instagram und diese andere Sozialmedien sind wie Gully Boy. Also Sie sagen etwas, aber wir können nicht glauben. Vielleicht haben Sie auch manchmal, ja, das ist vielleicht die Frage der Glaubwürdigkeit. Wie eine alte Menschen was sagen und die junge Generation was sagt, dann wir glauben diese alte Menschen. Die sind nicht authentisch. Ja, Die ich stimme, ja. sind Ich nicht stimme zu. authentisch, ja. Diese Meldungen auf Zeitungen kann man mit Seriosität also verbunden. Sie vielleicht haben genug, das könnte auch dann ein Grund vielleicht, dass Sie haben genug Zeit. Diese Sozialmedien, da ist man immer in der Eile. Man hat etwas und dann postet man gleich, ohne zu denken manchmal. Zum Beispiel WhatsApp. Wir wissen auch nicht Quelle, woher das wir bekommen haben oder ist das richtig. Wir wollen das überhaupt nicht überprüfen. Also vielen von uns, nicht alle, aber und dann das leiten wir gleich weiter. Aber wenn es um Zeitungen geht, dann diese Zeitungen müssten vielleicht darauf immer noch aufmerksam machen und also ein bisschen recherchieren. Ohne recherchieren, sie veröffentlichen nicht normalerweise. Es könnte auch vielleicht ausnahmsweise sowas auch veröffentlicht wird, aber normalerweise. Sie geben viele Mühe und Sie haben auch dann genug Zeit. Also man hat heute veröffentlicht und dann vielleicht also nach 12 Stunden oder 24 Stunden die veröffentlichen noch einmal. Also Sie haben inzwischen genug Zeit und dann ja können Sie besser natürlich an Informationen, an Facts und auch an Sprache kann man dann also richtig Mühe geben und checken lassen und sowas. Okay, Freunde, wer ist noch da? Will jemand über Zeitungen sprechen? Und wie viel von uns, also wie viele lesen die Zeitung immer noch? Ehrlich gesagt, seit 4 Monaten oder 3 Monaten lese ich keine Zeitung. Obwohl, also davor habe ich immer normalerweise 2 Zeitungen gelesen. Und ich habe auch bei Zeitungen gearbeitet. Also das war meine. So, ohne Zeitung, also man fühlt sich sehr schlecht. Das war auch bei mir. Aber seit Corona, dann haben wir damit aufgehört und jetzt nur online lese ich die Nachrichten. Aber die Zeitungen sind ja sehr wichtig. Das Gefühl habe ich immer noch. Okay. Jitendra, bitte Hallo. schon. Ja, guten Morgen an alle. Oh ja, wir haben ja ein gutes Thema heute. Ja. Und ja, ich glaube, dass diese neue Medien hat überschattet diese alten Medien, zum Beispiel Zeitung oder Radio. Und neue Medien, zum Beispiel diese Internet, WhatsApp und Facebook. Und ja, online und Zeitung ist auch da. Und ich glaube, dass ich habe auch nicht seit langem diese Zeitung gelesen, leider. Und ich lese ja Zeitungen gerne online. Und, ja, manchmal ich lese ja diese Zeitung manchmal einen Überblick nur, aber ich interessierte mich nicht mit dieser Zeitung. Aber dann beide Dinge ja, Medien hat Vorteile und Nachteile. Aber ich glaube, dass diese neue Medien ist eine Stufe over, das means einer Weg voraus. Und als Jugendlich alle sind ja daran gewöhnt sein. Und ja, wir finden Sie so viele Informationen auch in diesen neuen Medien. Zum Beispiel, wenn wir lesen eine Nachricht,
in online newspaper. Gleichzeitig wir können finden alle gleiche Informationen. Ja, wir können herausfinden viel mehr als traditionelle Zeitung. Wir haben so viele Informationen, gleiche Informationen. Das ist sehr interessant. Und manchmal begegnen etwas absolut neue Informationen. Genau, die Zeitungen haben alles. Also man kann sagen, etwas für alle. Zum Beispiel für Kinder gibt es etwas, für alte Menschen, für Jugendlichen, Film, Musik und auch für die Küche manchmal, Rezepten, sowas. Also sie auch versuchen, alle Menschen, alle, also Altersebene oder damit alle bekommen und sich dafür interessieren. Und da ist bei der Zeitung, bei einigen Zeitungen gearbeitet habe, dann weiß ich, es gibt immer Redaktion, also es gibt immer ein Team, also die zuständig dafür ist, für Sprache und alles, für Fakten. Und es gibt immer Verantwortung, zum Beispiel für jede Seite. Zum Beispiel in einer Zeitung gibt es 20 Seiten oder sowas. Für jede Seite eine Person ist zuständig für die Sprache. Also er heißt Redakteur. Ja? Und dann, was wird heute veröffentlicht? Es gibt immer ein Meeting, morgens, als wir uns treffen. Und dann wird entschieden, was veröffentlichen wir und dann wer ist wofür zuständig und dann man muss richtig also recherchieren und darüber die Menschen sind wirklich verantwortlich und wenn etwas Falsches veröffentlicht wird, dann gibt es Probleme. Ja, die Menschen diskutieren sich darüber und dann Aufwand kann man ja sehen, das ist wirklich so und sogar täglich. Und, aber wenn wir vergleichen mit anderen Medien, zum Beispiel, ich weiß nicht über Facebook und wie das funktioniert, und sie sind auch nicht, also sie sind Unterhaltungskanäle, kann man sagen. Aber die Nachrichten, also das ist Authentizität. Also wir wollen jetzt hören, was in der Welt läuft gerade. Dann wir versuchen immer Zeitungen zu lesen. Ja, für Spaß vielleicht andere Quellen. Ja. Ja, die haben total recht. Diese Zeitungen sind mehr zufällig. Und wir können sagen, dass immer was Information haben wir in Zeitungen, ist ist recht. Und das ist ein Vorteil von Zeitungen. Okay, wer ist jetzt noch übrig? Ja, es gibt heutzutage auch, man spricht über gefälschte Nachrichten. Ja? Bei der Zeitung, diese falsche Meldungen gibt es nicht so. Also es gibt normalerweise wahre Nachrichten. Ja. Ja, und ich möchte etwas hinzufügen. Als ich ein Kind war, beim Zeitungen, es gibt so viele Geschichte-Buch wie Panchatantra und Chacha Chaudhary, aber es ist nicht verfügbar in der heutigen Welt. Aber oder am Online-Plattform. Und manchmal, oftmal, es ist sehr normal, diese schlechte Nachricht. Ich habe so viel schlechte Nachricht gelesen. So. Das ist auch nicht gut, ja. Ja, das ist auch der Grund, dass in den letzten Tagen, nicht Tagen, sondern in Jahren, habe ich aufgehört, Zeitung zu lesen, weil man so ein negatives Gefühl am Morgen hat, fühlt man nicht sich motivieren. Und sage ich auch meine Schwiegereltern, dass wenn sie Zeitungen lesen wollen,
bitte zuerst, verstehen Sie auch, und nicht nur die Zeitung soll die erste Tat des Tages sein, sondern Sie sollten einfach sitzen, Tee trinken, miteinander sprechen und dann die Zeitung holen. Also ich habe das gesehen, meine Schwiegermutter, irgendwie geht ihr nicht gut in einigen Tagen, weil sie so viele Nachrichten gelesen hat. Und das bewirkt in der Tat, also man fühlt sich nicht gut, was in der Gesellschaft schon passiert. Und das ist zu viel, das ist zu viel. Also dass man soll ein bisschen versuchen, das zu vermeiden. Und also mein Mann übt eine Kritik, dass ich lese nicht regelmäßig, aber ich kann die Bücher lesen, die ich genieße, aber die Zeitung jetzt kann ich nicht jeden Tag lesen. Klar, das ist auch ja dann eine Frage. Was sollen wir lesen? Wie sollen wir lesen? Als Kind sollten wir auch das Training eigentlich bekommen. Zum Beispiel, ehrlich gesagt, ich habe die Zeitung so oft und nicht nur eine Zeitung, ich habe viele Zeitungen gelesen. Und früher war das auch meine Pflicht, weil ich da gearbeitet habe und dann ich muss auch also gut informiert ja, sein. Damit ist richtig. Zum Beispiel, wenn ich interviewen muss, dann muss ich ja alle Informationen recherchieren und was die anderen Zeitungen schon veröffentlicht haben, damit ich ja in der Lage wäre. Also normalerweise habe ich immer die erste Seite und dann redaktionell in der Mitte und internationale Seite. Diese drei Seiten waren meine Lieblingsseiten. Ja, also ansonsten, es gibt manchmal so viele nur negative Nachrichten, die brauchen wir überhaupt und nicht. Und wir fühlen uns natürlich schlecht, wenn wir denken, sehen, lesen, dass, oh mein Gott, in der Gesellschaft läuft nur Negatives, das ist nicht. Also diese Gesellschaft ist dann nicht wert, hier zu leben. Solche Gefühle haben viele Inder auch und deshalb verlassen sie auch das Land, natürlich. Also das müssen wir auch lernen. Aber die Zeitungen gestalten heutzutage auch also digitale Zukunft. Sie haben auch ihre also Softcopy. Sie veröffentlichen sich auch auf die Webseite, damit man auch also online lesen kann. Ich denke, offline geht nicht, also jetzt weiter. Das geht schon, aber nicht so. Die Zukunft, sie müssen auch so gestalten, sie müssen auch so präsentieren. Alle wollen vielleicht jetzt nicht offline die Zeitung kaufen. Heute gibt es nicht so viele Menschen hier. Aha, okay. Hallo. Ja, bitte. Ja, die Medien erhalten uns auf dem Laufband. Das ist total richtig. Aber Sie haben gesagt, dass manchmal wir diese Medien auch bringen Negativität und andere Gefühle. Ja, zum Beispiel, das ist überall herum passiert. Und wenn wir kennenlernen über diese Informationen, dann bringt Depression auch, negative Gefühl auch. Und ja, das ist alle im modernen Zeit ist nicht eigentlich die richtige Zeit für Zeitung zu lesen. Wir wollen aber so schnell wie möglich uns informieren. Wir wollen über die ganze Welt. Und wenn wir regelmäßig Zeitung lesen, dann wir fühlen uns wie Justice. Und manche Leute, das ist auch wie eine Droge. Manche Leute also trinken Wasser und dann gehen auf die Toilette. Andere rauchen Zigaretten vielleicht, habe ich gehört. Und dann also beginnt der Tag. Und die Menschen, die also Zeitung verrückt sind, sie lesen die Zeitung. Und manchmal, es gab auch die Zeiten bei uns, dass mein Vater steht um 5 Uhr auf. Und wenn er also mit der Zeitung beginnt, dann
Schulte ist mich schlecht, oh mein Gott, jetzt eine Stunde liest er die Zeitung. Also dann habe ich damit angefangen, früher aufzustehen. Und damit ist das zuerst greife. Und dann mein Vater denkt, oh, Devkan hat damit angefangen. Oh, dann sollte ich vielleicht nach einer halben Stunde. Also das ist eine Gewohnheit zu tun. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Gewohnheit und süchtig zu sein. Aber mein Mann, würde ich mal sagen, ist süchtig daran. Er will das alles Mögliche lesen. Und wie diese Spannung zwischen China und Indien gibt. Also man bekommt in der Zeitung nicht die Nachrichten für jede Minute oder für jede Stunde. Und am Apps ist es möglich, das alles detailliert zu lesen. Deswegen, also wie Sie schon gesagt haben, dass jeder von uns wollen jetzt schnell diese Nachrichten an sich kriegen. Sonst denken Sie, dass oh, vielleicht sind wir alt, also outdated, wenn wir nicht diese also Information rechtzeitig bekommen. Und in der Zeitung, das ist auch ein Nachteil, dass wir kriegen die Informationen am nächsten Tag, was schon heute passiert ist. Die Männer lesen eigentlich diese Zeitungen so gern. Sie brauchen alle Nachrichten. Trainieren, Nachrichten bekommen und dann vielleicht die Expression über Sport. Das sind die Lieblingsthemen von Medien, ja. Also Politik, ja. Genau. Aber er spricht auch nicht so viel, aber liest er gern. Also manchmal denke ich, dass er es süchtig an die Nachrichten. Ja, also keine Sorgen, alle Männer sind so. Ja. Okay, klar. Ja. Genau. Ja, Kanishk. Du bist dran, ja, bitte. Ja, als ich ein Fußballspieler war, meine Lieblingsrubrik war nur Sportnachricht. Nicht nur Sportnachricht. So, aber heutzutage spiele keine Fußball. So lese ich, manchmal lese ich Economics, Economy Rubrik und weltweit internationale Rubrik auch. Ja. Genau. Ehrlich gesagt, ich wollte heute über deutsche Zeitungen sprechen. Also dann vielleicht könnten wir, ich habe gedacht, dann könnten wir besser über die deutsche Zeitungen, also Süddeutsche Zeitung und Berliner oder sowas. Aber dann hatte ich das Gefühl, das sollte normal sein. Einige haben keine Ahnung, welche Zeitung da veröffentlicht werden. Also nächstes Mal würden wir vielleicht auch über zwei oder drei deutsche Zeitungen oder vielleicht ein oder zwei wichtigste Magazinen, zum Beispiel der Spiegel oder sowas, dann können wir detailliert darüber sprechen und also wie diese Zeitungen denken. Also diese Zeitungen denken auch. Das heißt, sie haben auch keine Meinung. Sie, also manche sind rechts, also links oder sowas. Ja, und wenn Sie über die deutsche Zeitungen sprechen, also würde ich mal sagen, dass die sind sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn Sie die Sprache lernen. Wie ich schon gesagt habe, was ich in der Kindheit machen musste, weil mein Vater hat sowas gesagt, und dass, wenn Sie auch heute machen, einfach die Zeitung lesen und nur nicht mehr, nur drei oder vier Wörter schreiben jeden Tag, das kann einfach Ihr Wortschatz, das wird Ihnen helfen, Ihr Wortschatz zu erweitern. Das ist einfach wunderbar. Und ich erinnere mich, wenn ich als für diese Wettbewerb Prüfung nicht dafür vorbereitet habe, habe ich jeden Tag diese Zeitungen gelesen, Spiegel und viel Information von Deutsche Welle. Ich weiß nicht, unter welche Kategorie diese Deutsche Welle kommt, aber es gibt eine bestimmte Part unser Curriculum, dass wir sollten die Informationen über die also die Landesschulen verfügen, und Deutsche Welle hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, und ich hatte so viele Informationen. Also es geht nicht um die Nachrichten an diesen Apps, sondern es gibt also verschiedene Rubriken, wohin man gehen und einfach die Informationen, also auch die landeskundliche Informationen holen. Das heißt, dass Sie können nicht also
sich nicht nur aktuell machen mit den aktuellen Informationen, sondern sie können auch so viel landeskundliche Informationen also bekommen, die sehr wichtig sind, wenn man die Sprache lernt. Und das hat mir echt in der Tat, also in der Wirklichkeit, sehr, sehr geholfen. Genau, Sie haben recht. Ja, nicht nur die also Politik, aber dann auch die Kultur, also was da gerade läuft über die Mannschaften, also Spielmannschaft, Fußball, Kultur, Land und Leute. Also wenn wir Zeitung lesen, dann natürlich, wir bekommen so viele also Sachen. Landeskunde, also einfach fast alles. Ja, Jiten, bitte. Und leider, als ich, okay, Jiten, ja. Hallo? Ja, ja bitte. Die einfach größte deutsche Zeitung sind, erste ist Bild, zweite ist Spiegel, dann dritte ist Welt. Und ich lese diese Zeitung online manchmal und wir bekommen so viele gute neue Worte und Deutschlands Nachrichten und das ich lese eigentlich jeden Tag hier. Ja, jetzt bitte. Suminder, du wolltest was sagen. Ja, ich wollte nur das sagen, leider, als ich die Sprache gelernt habe, damals die Smartphones waren nicht so leicht auf die Verfügung für uns. Also wir hatten diese normale Handys, wir können nur einfach einen Einruf machen, sonst gibt es nichts. Aber heutzutage, für Sie, wenn Sie die Sprache lernen, das ist eine sehr gute Gelegenheit, dass Sie alles kostenlos in Ihrem Handy herunterladen und lesen. Einfach lesen. Wenn Sie auch nicht verstehen, versuchen Sie mal das zu lesen. Also versuchen Sie die Texte im Kontext zu verstehen. Das ist nicht notwendig, dass Sie sollten jeden Punkt oder jedes Wort verstanden sollen, sondern nur einfach lesen. Und das ist wunderbar. Und Sie wollten das nach einer Weile das Gefühl haben, dass jetzt haben sie das Sprachgefühl entwickelt und jetzt haben sie angefangen, die Sprache besser zu verstehen. Und das ist sehr ein gutes Gefühl, das man haben kann. Leider werden heutzutage auch viele Zeitungen oder man kann auch sagen, die Zeitungen sind entweder Links oder Rest, die sind auch, die müssen eigentlich unabhängig von der Regierung und von anderen sein. Aber heutzutage sind sie auch nicht so unabhängig. Sie sind also sogenannte freie Presse, aber ich habe das Gefühl, sie sind nicht frei. Sie bekommen auch Werbung von der Regierung und dann müssen sie auch sowas im Kopf haben, leider. Das ist die große Nachteil, ich stimme zu. Ja, Sie haben total recht, Herr Seni. Und ich glaube, in USA, Fox News ist mit Donald Trump, mit Präsident, und CNN ist gegen Trump. Und wenn wir sehen, die beide Kanäle, dann können wir einfach finden, dass diese Kanäle. Sie eigentlich Informationen geben, das ist ein bisschen für die gleiche Präsident oder Gegenpräsident nur. Ja. Genau. Und heutzutage ist. So was gibt es auch? Ja, bitte. In Indien. Ja, bitte. Ja, Suminder. Gibt es auch in Indien. Nein, nur wollte ich sagen, dass sowas auch gibt es auch in Indien. Haben Sie nicht dieses Gefühl, dass die Regierung wir beloben und das kommt nie zum Ende. Es gibt keine Kritik und wenn es eine Kritik gibt, dann sie versuchen einfach diese Kritik zu drucken. Natürlich, bei uns ist die Pressefreiheit in Gefahr, das muss man akzeptieren. Und heutzutage, früher gab es keine Frage,
von Glaube Judiskeit. Aber jetzt die allgemeine Menschen verstehen auch schon, oh, diese Zeitung schreibt, dann sollte das für oder gegen diese Regierung sein. Das Gefühl hat man schon und das ist so lächerlich und ja, so schlecht. Und heutzutage ist das auch nicht einfach, diese Zeitungen zu glauben. Dafür lese ich eigentlich mehrere Zeitungen und dann habe ich meine Meinung. Wenn ich nur eine Zeitung lese, dann habe ich immer Angst. Das ist vielleicht nicht richtig. Aber wenn ich unterschiedliche 5, 6 Zeitungen oder von 5, 6 Quellen etwas also verstehen will, dann das ist eigentlich ein Muss. Nur dann kann man also richtig etwas verstehen. Ansonsten wir haben nur teilweise die Information. Das komplett zu bekommen, muss man ja einige schon lesen. Gaurav ist auch da. Herzlich willkommen, Gaurav. Ja. Bitte. Hallo, Herr. Können Sie mir jetzt hören? Heute können wir wunderbar hören. Bitte schon. Ja. Ja. Ich glaube, dass es ein sehr kompliziertes Thema, weil heutzutage können wir nicht daran glauben, welche Person sollen wir vertrauen und welche können wir nicht. Beide Seiten haben ihre Stärken und sie müssen sie immer in Recht haben. Vielleicht ist das auch richtig, dass wir sollen beide Seiten hören und dann unsere eigene Meinung gründen. Aber ich finde immer, dass Radio und Zeitung sind besser als die anderen Medien, weil die anderen diese anderen Medien können irgendwo etwas schreiben und veröffentlichen und damit haben wir auch diese Risiko, dass können wir die etwas falsches verbreiten und das können auch die Gewalt erstarten. Aber ich finde, die Zeitung haben es recht, dass sie stehen für eine Zeit und sie präjudizieren ihr Talk, aber das können wir tolerieren und das können wir überstehen, weil es gibt nur die Meinung anderer Personen und wir können zwei Zeitungen vergleichen und es verstehen, was recht ist und was sollen wir glauben. Wir können unsere eigene Meinung gründen und es verstehen, was recht ist. Jede Person hat ihre eigene Vorteile und Nachteile. Das sollen wir verstehen. Und immer wünscht man, ihre Respekt zu schützen. Das ist ganz normal, das ist menschlich. Und das passt auch mit Regierung und das passt auch mit dem Verbrechen. Das passt in alle Seiten. Und das ist von vorgangenen Zeit, dass wir verstehen, dass alle sollen ihre eigenen Respekt unterstützen. Und vielleicht wir sollen eine offenen Gehirn haben, alle Nachrichten zu lesen. Wenn wir eine Nachricht lesen, und dann sollen wir unsere eigene Meinung formieren. Richtig, natürlich. Also wir Bürger müssen offen sein und ja, alles. Wenn gebraucht wird, wir sollten in der Lage sein, also Fragen zu stellen. Glücklicherweise die Pressefreiheit bei uns ist auch nicht so schlecht wie in anderen Ländern, also in manchen Ländern, zum Beispiel China, Nordkorea und so weiter. Und heutzutage wir alle haben Smartphones, wir alle haben Kameras. Also man könnte sagen, vielleicht wir alle Bürger sind Journalisten geworden und dann wir haben viele Plattformen. Wir können unsere Meinungen und also das frei sagen.
Egal ob man das hört oder nicht, aber mindestens können wir sagen, und dann in meisten Fällen kommt die Wahrheit ja da, und wir andere Menschen kommen auch mit, wenn wir Rest haben. Also das ist auch gut. Aber diese Zeitungen, ja, sie waren immer glaubenswürdig, und jetzt wegen anderer Quellen, wegen anderer Medien, sie sind ja bestimmt in Gefahr, meiner Meinung nach. Sie müssen vielleicht auch dann die Qualitätsjournalismus haben. Ansonsten, sie werden nicht existieren. Weil wenn sie auch alles machen, was die anderen Medien schon machen, dann warum kommt man und kauft eine Zeitung? Sie müssen eigentlich, sie müssen die Demokratie schützen, oder sie müssen ja diese Qualitäten haben, die sie also früher immer gehabt haben. Ja, ansonsten wird das gefährlich. Ansonsten gehen sie vielleicht außer Szene. Sie sind schon unterwegs. Ich finde Ihre Meinung recht, weil ich habe heutzutage es gemacht, dass viele Personen, die richtige Frage stellen, könnten auch wie ein Verrater benennen sein. Und es ist normalerweise mag ich nicht Rahul Gandhi, aber einige Seite ist es auch richtig. Wie ein schlechter Uhr sagt die rechte Seite zweimal in den ganzen Tag. Und sowieso dieses Mal finde ich diese Frage sehr wichtig und auch recht. Weil vielleicht Modi hat ihre Respekt zu schützen und er lügt auch einmal. Und das passt normalerweise mit jeder Regierung. Mit jeder Regierung passt das. Und wir sollen es verstehen, dass jede Frage ist nicht eine falsche Frage. Und da sollen wir verstehen, die richtige Frage sollen wir auch unterstützen, sodass wir die Wahrheit sehen können. Und vielleicht jetzt müssen wir diese Personen unterstützen, die nicht nur richtige Weise die Regierung unterstützt, aber auch, sondern auch diese richtige Frage stelle. Das finde ich sehr wichtig. Genau. Ja, Kanishk, hast du was? Ja, ich. Ja, bitte. Ja, ich bin einverstanden mit Ihnen, dass es gibt so viele falsche Medien und so viele falsche Neuigkeiten und falsche Nachricht auch. Zum Beispiel, es gibt eine Nachricht oder es gibt ein Interview. Und es ist falsch übergesetzt geworden. So, das ist nicht gut und das ist sehr gefährlich für normal Person. Ja. Alles klar. Okay. Hello. Yeah, Jiten. Yeah, we haven't shown discussion that these Medien sind einseitig. Ja, aber manchmal Leute, Bürger sind auch einseitig. Zum Beispiel, ich mag Donald Trump, deshalb ich sehe Fox News an. Aber ich versuche ja, diese ja, CNN-Kanal zu vermeiden. Ja, das ist auch da. Genau. Also das ist nicht nur mit Zeitungen. Wenn wir das auch also mit Personen vergleichen, also das ist gleich so. Zum Beispiel einige Personen sprechen immer die Wahrheit. Sie sind dann beliebt. Die anderen wollen sie gerne hören und dann werden sie glaubwürdig. Also das ist auch mit Zeitungen. Vielleicht wir sollten auch davon lernen, immer also rechte Seite nehmen und immer also ja wenn es um Glaubenswürdigkeit geht, dann müssen wir auch das so entwickeln, damit die Leute an uns glauben können. Ja, Dimple ist da. Okay. Hallo Sir. Ja, bitte. So ich denke, wir sollen beim Nachrichten lesen oder beim Zeitungen lesen. Wir sollen auch die Fragezeichen achten.
Das warst die Nachricht eigentlich sagte. Manchmal bekommen wir falsche Informationen auch dazu. Genau, du hast recht. Oh. Ja. Ja, und ich kriege die Informationen von Browser-Applikation und Zeitungen finde ich sehr langweilig eigentlich. Und ja, aber ich glaube auch nicht viele Informationen auf Instagram oder Facebook. Manchmal bekommen wir viele falsche Informationen auch. Aber ja, Nachrichten mag die eine Person besser und abgedatet. Und das ist sehr wichtig, um richtige Informationen zu kriegen. Danke. Bitte schön. Ich habe eine Frage von Herrn Senidas. Ich möchte deine persönliche Erfahrung kennen als Journalist. Ja, gerne, warum nicht? Eigentlich, ich war ja gleich begeistert. Also ich habe das für 4-5 Jahre eigentlich geübt. Und diese Zeit war auch so schön, so wunderbar. Also meine Freunde konnten sich auf mich verlassen. Und diese Journalisten glauben auch einander so tief. Und ich war auch immer unterwegs. Und ja, ich habe das so wunderbar genossen und viele Menschen, viele Personalitäten interviewt und manchmal gab es auch Gefahren und 2-3 Mal Lebens, Gefahr, Probleme gab es da auch. Und dann irgendwann hatte ich das Gefühl und ja, habe mich enttäuscht eigentlich. Also ich hatte das Gefühl, dass... will ich auch nicht den Namen hier sagen, aber es gab einige Medien, für die ich gearbeitet habe und dann wollten sie ausnutzen und nicht nur ausnutzen. Ich hatte irgendwo das Gefühl, dass ich mache alles, auch wenn manchmal das so problematisch ist und dann, wenn sie das nicht weiter veröffentlichen, wenn sie das nicht, wenn das nicht zum Publikum geht, warum mache ich dann das alles? Und deshalb habe ich an einem Tag, 3-4 Mal habe ich E-Mail geschrieben, das geht nicht. Also wenn Sie so was machen, dann geht es nicht. Ich könnte vielleicht nicht arbeiten. Aber dann habe ich das verstanden, dass das geht nicht. Also das geht nicht, wie ich will eigentlich. Das geht, wie das geht. Verstehen Sie? Und dann habe ich das einfach gechoost. Ich wollte nicht arbeiten mehr. Aber 4-5 Jahre habe ich wunderbar gemacht, wunderbar genossen und meine journalistischen Freunde, ab und zu, wir sind auch im Kontakt und dann, ja, das war wunderbare Zeit. So viel genossen, sehr begeistert. Ich war sehr aktiv eigentlich, das kann ich Ihnen sagen. Sehr super aktiv. Und wie haben Sie daran, was sagt man, eine Leistung geteilt, das war schriftlich oder waren Sie ein Reporter, der in vorne der Kamera war? Es war ja, ich habe auch 2 Jahre für Fernseher gearbeitet, vor Kamera und 3 Jahre für Zeitungen und auch diese Agenturen. Das habe ich richtig genossen. Ja, für ETV habe ich gearbeitet und ja, auch Mahanagar Times, Hindustan Samachar, National News Agency, Evening Plus, es gab ja viele. Ja, das war wunderbare Zeit. Ja, es ist wunderbare.